Yo, es ist Nikes Bitch, er macht jetzt bei jedem dieser Battles mit. Doch das Rap mehr als einfach nur reden ist, das checkt er nicht. DAB, BAK und jetzt das Newcomer Battle. Viel gerissen hast du, aber echt nicht. Darum versucht er es wieder und wieder, doch leider wird er auch diesmal verlieren. Sag Nikes, was machst du bei einem Battle für einen Newcomer mit, obwohl du nicht einmal ein Newcomer bist? Nikes, das ist der Scheißmann, den du da gedroppt hast. Damit hast du dein ganzes Kuhkopf gerockt, was? Du sagst, du hast keinen Bock und das hört man auch. Jetzt hast du Kugeln im Kopf und sie bejubeln so. Nikes, meine Frage, freestylst du deine Texte? Es wird erklären, warum deine Lines so scheiße wack sind. Und es bleibt dabei, welcher Arsch bitte feiert dich? Was du davon trägst, ist ein Schlag in die Eier, Bitch. Bossrapper am Mic, jetzt werden Kopftreffer verteilt. Und dieses Opfer, das steckt gleich Schläge mit Boxwettkämpfer ein. Drogen, Sex, Gewalt sind mein Lebensmotto. Denn eher schon jeden Tag oder Hodenkrebs gebracht. Ach ja, übrigens, cooler Zweitkanal, den du da hast. Bist in COD, zwar ein verkackter Noob, aber nach drei Battles schon 13 Likes auf Nikes im Official. Sieht ja richtig cool aus, kommt von wegen der Tutorial. Anstatt dich der Welt zu stellen, schickst du deinen Kumpel vor. Du bist kein Rapper, nur ein Witz, du kleiner Hundesohn. Die Jury lobt dein Flow, doch du bist der Lick, der Machine Gun. Ich zerfick dich locker, denn du machst mehr Fehler als Windows. Nike, bitte mach dir nie mehr Sorgen um Rap. Du wirst nie was erreichen, du bist doch viel zu schlecht. Sorry, oh, doch du kannst im Ernst nicht rappen. Darum kannst du beim BRK auch gar nicht erst ins Battle. Nike, nice der Scheißmann, den du da gedroppt hast. Damit hast du dein ganzes Kuhkopf gerockt, was? Du sagst, du hast keinen Bock und das hört man auch. Jetzt hast du Kugeln im Kopf und sie bejubeln so. Nike, meine Frage, freestylst du deine Texte? Es wird erklären, warum deine Lines so scheiße wack sind. Und es bleibt dabei, welcher Arsch bitte feiert dich? Was du davon trägst, ist ein Schlag in die Eier, Bitch. Flüchte vor der Kamera, doch besser nicht vor mir. Ich zerleg dich systematisch, damit du Wack-MC kapierst, dass du Missgeburt gegen Hypnosis keine Chance hast und dass ich dieses Battle hier eigentlich schon gewonnen hab. Bin wie Farid Bang, denn ich komme voll in Fahrt und du rappst nur, weil du Opfer sonst keine Hobbys hast. Der Spaß im Video, dein Bruder ist er etwa behindert? Verficke dich, ein großer Rapper steckt in dir. Ich hab gehört, du bist eine Mitarbeiter mit Limbis geburt, die keine Freunde hat und dass du dann gerne mal meine Dicke in den Arsch bekommst. Während der Kumpel ist dir so richtig hart versucht, dich ist was alle mit einem Schlag geworden. Du bist ja richtig arm, Schmuck. Ich weiß, du bist jetzt haben Bock und ich meinen dicken harten Kopf. Alter, ich glaube ja nur vom Pimmel und Ficken. Wie erbärmlich, fast so erbärmlich wie die Tatsache, dass du Crow hörst oder der Tutorial abonnierst. Du denkst, du bist lustig, aber glaub mir, sie lachen nicht mit dir, sondern über dich. Also bitte, dass das Rappen sein und du einfach deine Bullerei wie zum Beispiel Luni oder deinem minderwertigen Bruder sagen, was du ein Vollmonger ist. Oder nimm dir nicht strikt, weil ich keine Liebe deine Mucke so lang, weil ich hatte nicht mal Bock, mir die Runde anzusehen. Aber natürlich muss ich das, weil ich dich zu ficken will. Und halt einfach deine Fresse und erzähl nicht, dass du die Battle siegst und deine Gegner zerfickst, wenn du selber nichts drauf hast.